Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie im Namen der Schulgemeinschaft St. Margarethen an der Raab am heutigen Vormittag zur Feier, dass unsere Schule nun in neuem Glanz erscheint, hier recht herzlich begrüßen. Ich begrüße ganz frisch und erholt aus dem Urlaub zurückgekehrt unseren Hausherrn, Bürgermeister Johann Klettler. Herzliches Grüß Gott unserem Pfarrer, Prälat Dr. Josef Janni. In Vertretung von Herrn Landeshauptmann Stellvertreter Hermann Schützenhofer begrüße ich Herrn Landtagsabgeordneten Bernhard Ederer. Von der Schulaufsicht haben Herr Landesschulinspektor, Diplompädagoge Hermann Zoller und unsere charmante Frau Bezirksschulinspektorin, Regierungsrätin Anneliese Riedl den Weg zu uns gefunden. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auch unseren Schulrat Dr. Willibald Ketz. Es freut mich ganz besonders, unseren ehemaligen Direktor, Herrn Oberschulrat Alexander Landschak, der sehr viel für die Sanierung der Schule gearbeitet hat, ich heiße alle ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, oder wie ich sie so gerne nenne, Jungpensionisten, die Frau Schulrätin Juliane Landschak und den Herrn Schulrat Josef Klein. Schön, dass sie Zeit gefunden hat, zu uns zu kommen. Nachbarin, Volksschuldirektorin Karin Winkler. Herzliches Willkommen gilt natürlich auch den Architekten, Herrn Diplom-Ingenieur Hans Morawetz und Herrn Diplom-Ingenieur Josef Nieder. Ich begrüße alle anwesenden Gemeinderäte und vor allem die Vizebürgermeister Herrn Herbert Wiesel und Ingenieur Wolfgang Nast. Ein herzliches Willkommen natürlich allen Eltern, vor allem ihre Eltern, die Elternvertreterin Magister Elisabeth Eckert Fink. Ganz willkommen sind natürlich alle Kolleginnen und Kollegen, alle Schülerinnen und Schüler, die in den letzten Wochen sehr intensiv für diesen heutigen Vormittag gearbeitet haben. Bevor ich nun den Platz hier räumen werde und dem Herrn Kollegen Hans Kindler überlasse, der Sie durch das folgende Programm führen wird, möchte ich an dieser Stelle einem Mann danken, der sehr viel für die Sanierung auch gearbeitet hat in den letzten Jahren, allerdings am heutigen Tag aus gesundheitlichen Gründen nicht bei uns sein kann. Ich möchte ihm von hier aus alles Gute wünschen, unserem Schulrat Franz Wagner.